sind jetzt Spargeljungpflanzen. Da ist jetzt da die Krone in der Mitte, da sind schon zwei kleine Triebe. Einer ist schon rausgetrieben, der ist jetzt hier abgebrochen, das sieht man hier. In welche Richtung wachsen die? Die werden in die Maschine so eingelegt und wachsen dann so nach oben. Die Kurve praktisch. Genau, genau, die werden über das Rad und wachsen. Ne, wachsen tun sie nicht über die Kurve, wachsen tun sie nach oben. Ja, klar. Dann schauen wir uns das gleich mal an. Und das ist hier, die beiden sind die Ferrari-Fahrer hier. Genau, da ist immer einer rechts, einer links. Und dann werden immer abwechselnd die Pflanzen reingetan. Zum Spargelbifang ist das jetzt momentan ganz umgekehrt. Der Spargel wird jetzt in eine Tiefe von je nach Sorte zwischen 17 und 22 cm tief gepflanzt. Und da ist momentan eine Rille. Das Beet ist quasi zwischen den zwei hinteren Rädern, liegen die Jungpflanzen drin. Und jetzt bleibt da unten drin. Und im Früh, also wenn jetzt das erste Unkraut kommt, dann wird das quasi eingeebnet, dass man das erste Unkraut schon wieder zudeckt mit Erde. Dann ist der Unkrautdruck weniger und dann wächst der Spargel raus. Und im Herbst, wenn das Laub dann abgestorben ist, da werden dann kleine Hügel drauf gemacht, dass man dann weiß im nächsten Jahr, wo der Spargel gepflanzt ist. Also wenn man im Winter nichts mehr sieht dann. Also der erste Mini-Bifang dann. Genau, genau. Winterdamm, sagen wir. Und dann wird halt entweder im Frühjahr oder im Herbst noch wieder ein großer Bifang gemacht und dann zugedeckt fürs nächste Jahr. Im nächsten Jahr wird er halt aufgefräst, zugedeckt und dann ungefähr 10 Tage gestochen. Und dann hört man wieder auf. Und dann im zweiten Standjahr, also quasi im zweiten Jahr nach der Pflanzung, wird ungefähr 3 bis 4 Wochen gestochen und dann erst im vierten Standjahr die ganze Saison. Was für eine Lebensdauer hat denn der Spargel? Es kommt darauf an, auf die Saison und auf den Sommer und auf, wie halt die Witterung ist und auf die Sorte, aber so zwischen 6 und 8 Jahre wird er gestochen. Also er bleibt ungefähr zwischen 10 und 12 Jahren auf dem Acker stehen. Also ein Drittel der Zeit ist nur Vorbereitung, kein Geld verdienen, nur abwarten. Ja, schon ein bisschen. Also die ersten 1, 2 Jahre schaut man halt, dass man seine Unkosten wieder reinkriegt und dann bleibt ein bisschen was hängen. Das sind die kleinen Triebe, das sind die Triebe, die jetzt als erstes kommen. Hier. Und da ist der. Und da ist die Wurzel drin. Sieht man auch, wie schön, dass das verteilt ist, ein bisschen. Mhm. Genau. Legen wir sie wieder rein.